Ich darf euch alle herzlich begrüßen zum vierten Vortrag in diesem Raum, wo wir uns wiederum mit dem Thema Führung beschäftigen, haben uns heute Morgen schon beschäftigt, so ein bisschen mit so einem allgemeinen Spektrum beim Christoph Braun. Dann hat uns die Nina was erzählt zum Thema, eine innere Haltung zum Thema Führung. Jetzt eben war der Christoph mit dem Thema Tribal Leadership, also eine eigene Methodik für agile Teams. Und ich freue mich ganz herzlich, die Friederike hier begrüßen zu dürfen, Friederike Strub, mit der ich auch sonst zusammenarbeite, weil sie externer Coach auch ist für Cybert Media, dann auch arbeitet oder für Leute von uns. Von daher freue ich mich, mit dir hier stehen zu dürfen. Friederike wird uns was erzählen zum Thema Selbstführung. Wie kann ich mich selbst führen? Also auch nochmal ein ganz spannender anderer Aspekt aufs Thema Führung. Ich habe kurz mit der Friederike geredet. Ihr dürft gerne frisch Zwischenfragen stellen. Bitte wartet, bis das Mikro da ist, weil wir das Ganze mitfilmen und dass die Fragen dann auch mitkommen. Ja? Also wenn euch zwischendurch irgendwie was plagt oder ihr Anmerkungen habt, dringende Fragen an die Friederike, dann meldet euch fürs Mikro. Genau, without further ado würde ich sagen, deine Bühne, viel Spaß und ich bin sehr gespannt. Herzlichen Dank, Jan. Schon ein Applaus, bevor es losgeht. Vielen Dank. Es ist ja immer so auch so eine Challenge, nach den vielen anderen Vorträgen jetzt zu sprechen. Ich bin nämlich schon sehr disrupted inzwischen durch die anderen. Habe so gedacht, um Gottes Willen, darfst du überhaupt reden oder nicht? Nach den verschiedenen Sachen, wo es vorhin um Mobbing durch Agile Coaches ging. Es hat mich sehr nochmal zum Nachdenken angeregt, aber ich finde trotzdem, es ist wert, das darüber zu sprechen. Und traue mich deswegen aber auch jetzt ganz klar zu sagen, ich bin überhaupt nicht aus IT, BWL oder sonst irgendwas, sondern komme wirklich von der Psychologie. Und darum ging es vorhin bei einem, dass wir eben auch wirklich unsere Expertise mit reinbringen und einfach das zeigen. Ich will nochmal abgrenzen, was ich heute nicht mache. Ich habe immer zu tun mit Begriffen, die vieldeutig oder mehrdeutig sind. Hier geht es jetzt tatsächlich um Selbstführung, das heißt, wie führe ich mich selbst? Es geht nicht darum, wie sich Teams selbst organisieren oder selbst führen und es geht auch nicht um Zeitmanagement oder sowas gerade. Ja? Das könnte ein Teil für euch sein. Bei der Tools for Agile Teams denke ich natürlich auch immer an Tools und als Coach habe ich da so eine kleine, finde ich es toll und habe gleichzeitig so eine kleine Aversion, weil ich ich sehe dann natürlich immer so einen Schraubenzieher, der an irgendwelchen Schrauben darum dreht oder sowas. Ja, das forget it. Sondern eher, ich sag mal so, ich würde nicht eher sagen, im Coaching habe ich Herangehensweisen oder Sichtweisen auf etwas oder wie kann ich was anders betrachten oder mal anders angehen für mich. Und fand ich dann auch ganz, ganz lustig irgendwie so, gibt es denn jetzt für Selbstführung auch ein Tool? Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und auch ein bisschen recherchiert. Und das ist auch ein Thema, was mich schon auch immer wieder beschäftigt, viel in den Coachings, die ich mache, eben auch in der agilen Szene. Viele von euch kennen es, in selbstorganisierten Teams gibt es viel Feedback und in meinen Coachings kommt es dann zum Beispiel oft vor, ich habe jetzt schon wieder das und das Feedback bekommen und irgendwie glaube ich, müsste mal irgendwie mich ein bisschen anders benehmen oder also ich hatte mal jemanden, der sagte, ich glaube, ich muss mal irgendwie lernen, öfter mal die Klappe zu halten. Oder jemand anderes genauso, oh, ich würde gerne lernen, mal den Mund aufzumachen. Aber auch andere Sachen. Also ich muss mal irgendwie lernen, dass ich wirklich das Handy in der Tasche lasse. Also es sind so kleine Verhaltenssachen, aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Ich habe ein Ziel, ich möchte das irgendwie erreichen. Wie kann ich das hinkriegen? Das hat auch viel mit Selbstführung zu tun. Das berühmteste, bekannteste und am besten ausprobierteste Tool der Welt zur Selbstführung ist ein Tagebuch. Das ahnt ihr schon, es gibt noch viel mehr. Jetzt will hier das wieder nicht. Okay. So einfach nur Tagebuch schreiben. Also wir machen das vielleicht auch zum Teil, weil wir drüber nachdenken, wer das später liest, wenn wir mal berühmt sind und so. Also das haben wir auch alles durch. Ich hatte auch wirklich kurz überlegt, ob ich was aus meinem ersten Tagebuch vorlese heute, aber ich habe es dann nochmal gefunden und habe dann beschlossen, das mache ich auf keinen Fall. Ich war auch mal mit einer Freundin zusammen, die hat an einem Abend beschlossen, jetzt alle ihre Tagebücher im Kamin zu verbrennen. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich es eigentlich so cool fand, was sie so schrieb und so. Und sie, nein, das ist jetzt vorbei, das ist jetzt weg. Und ja, vielleicht mal kurz die Frage, wer von euch hat schon mal ein Tagebuch geschrieben? So Handzeichen einfach.
Jo, wer von euch schreibt immer noch ein Tagebuch? Okay, das werden vielleicht nachher dann wieder mehr. Mal sehen. So, wenn ich kann mich natürlich einfach so ergießen in mein Tagebuch, alles loswerden, was ich losgeworden bin, was ich so erlebt habe. Aber die Frage ist ja, wann wird ein Tagebuch zu einem Selbstführungstool? Hört man noch her, genau. Also ich könnte zum Beispiel eben, was ich vorhin so gesagt habe, einen bestimmten Anteil von mir, wir alle haben ja so verschiedene Anteile in unserer Persönlichkeit, und ich könnte mal einen Anteil erstmal einfach besser kennenlernen, indem ich aus dieser Sicht schreibe. Zum Beispiel gibt's, ich will mal meinen inneren Antreiber besser kennenlernen, mal gucken, wenn ich mein Tagebuch öffne, einfach mal zu gucken, was hat mich heute, also statt alles Mögliche zu schreiben und wem mich Stress hat und so, einfach mal zu gucken, so, was war eigentlich heute jetzt dieser innere Antreiber? Zu was hat der mich getrieben, was ich eigentlich hinterher nicht so gut fand? Ich könnte auch, also das war mal mein Thema, dass ich habe so ein, das ist zwar nicht der Machtanteil, sondern ich habe so einen Macheranteil in mir, der verführt mich immer dazu, einfach machen und nachher habe ich 100.000 Baustellen offen und dann drehe ich durch. Und dann habe ich mal eine Zeit lang abends geguckt, was macht der eigentlich? Und dann habe ich später dann mal, nach 2 Wochen hat mir schon gereicht, da bin ich schon durchgetreten und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir lieber mal einen anderen Teil an, nämlich den, der eigentlich, den das nervt. Und was will der denn? Nicht nur genervt sein, sondern was will der denn? Und so habe ich das mal mir zugeschaut und das war jetzt, das ist natürlich eher noch so Kennenlernen, ne? Das ist noch nicht so viel Aktivität. Ich könnte jetzt mein Tagebuch auch noch sagen, okay, jetzt sind diese 2 da am Verhandeln, diese Anteile, und jetzt will nämlich dieser eine Anteil, sagt jetzt, lass doch mal jede 2. Idee einfach weg, die du so hast. Musst ja nicht auf alles drauf springen. Und dann habe ich angefangen, mich abends einfach nur vor meinem Tagebuch sitzend zu fragen, wann ist mir das heute wo gelungen, sie einfach weiterziehen zu lassen. Also es ging nicht um runterdrücken, sondern einfach, lass die Idee weiterziehen. Also im Prinzip, egal welches gewünschte Verhalten ich mir vornehme, mich darin zu führen, dass ich mich einfach nur frage, wann ist mir das heute gelungen. Das Wichtige dabei ist, dass wir uns da nicht in so eine Selbstbewertungsschiene reinstecken, also top, schlecht, super und so weiter. Einfach nur beobachten. Ich kenne einen Arzt, von einem Arzt kenne ich das Tool auch, der hat dieses Problem, dass er auch noch in der Führungsposition ist und so weiter. Also Ärzte haben doch schon echt hohe Anforderungen am Tag und viel Kommunikation und viele auch, was sie tun müssen und auch noch richtig entscheiden, Medizin verabreichen oder sonst irgendwas oder was entscheiden. Und er hatte so dieses Thema, ich bin überhaupt nicht mehr präsent, ich bin überall und gar nirgendwo richtig. Und hat dann gesagt, ich möchte mehr präsent sein, den ganzen Tag so ungefähr. Und dann war dann auch irgendwie klar, das geht eigentlich gar nicht. Und dann hatte er sich einfach angefangen, morgens zu überlegen, also er hat erst angefangen, abends zu überlegen, wo ist mir das heute gelungen. Und der nächste Schritt war für ihn, morgens zu sagen, wann möchte ich das heute? Also das, was ich schon weiß, was auf mich zukommt, wo möchte ich das? Und dann hat er noch angefangen, dass er wie so einen kleinen Joker für sich hatte und sagte, und dann möchte ich gern noch einmal irgendwo am Tag diesen Joker ziehen können und dann möchte ich auch noch präsent sein können, weil das sind die unvorhergesehenen Sachen. Das, was ich jetzt so erzählt habe, müsste man ja nicht unbedingt in ein Tagebuch schreiben, ja? Kann man auch wirklich ohne machen, ist kein Thema. Was passiert aber beim Tagebuchschreiben? Wilde Dinge jedenfalls. Heute kann man so ein bisschen die Neurowissenschaften dazuziehen. Und ihr wisst es alle, also was hören, das macht ihr jetzt gerade. Wenn ihr jetzt nachher einen Tweet schreibt, dann habt ihr schon was geschrieben, dann kommt es nochmal anders. Und wenn ihr es das erste Mal einfach mal ausprobiert, ist es nochmal anders. Also es wird immer stärker auch eure Bahnen im Hirn, die sich so schon angelegt haben, werden natürlich stärker aktiviert, wenn ihr was anderes tut, wenn ihr es macht. Und das passiert beim Tagebuchschreiben auch, egal ob es jetzt ein wirklich großes Buch zu Hause heimlich und so weiter, wie man sich das so vorstellt am Schreibtisch oder ob man das irgendwo als Notiz für sich macht oder ich habe es hier auch draufgeschrieben, viele nennen das inzwischen Diary, Journal oder Notizen, ist auch egal. Also es fließt etwas hierhin, es ist oft auch so ein Bild, hier habe ich jetzt mal wieder diesen
King von mir, diesen Macher, also das ist so der Machtanteil, der immer groß ist, und hier gibt es so einen Anteil, der ist irgendwie so, ja, das schreibe ich da so hin, das ist heute doof gewesen, und dann schreibe ich irgendwann, also das habe ich hier drauf gegossen, und dann kommt zwischen den Zeilen, und da entwickle ich ja, ich will was anders. Ja, im Prinzip entwickle ich das natürlich hier oben schon. Ich schreibe es nur, dadurch entsteht noch was anderes. Und es gibt hier so einen Rückfluss, und diese Bahnen werden da oben so ein bisschen mal angeregt, das auch anders machen zu können. Also das ist jetzt natürlich so ein neurowissenschaftliches Paket, was ich jetzt nicht richtig erkläre, was einfach eine andere Session wäre, ja, was dann tatsächlich passiert. Und ich komme gleich nochmal drauf zurück, weil letzten Endes geht es immer wieder darum, wenn wir uns führen wollen, uns selbst führen wollen in einem Verhalten, dass wir das auch eine Zeit lang tun, damit sich es verändert. Okay, gibt es noch Fragen zum Tagebuch? Gerade Anmerkungen? Gut. Gehen wir. Ein anderes wäre jetzt sozusagen, wenn man keine Lust hat zu schreiben, könnte man auch mit einfach Bildern im Kopf arbeiten. Ich habe ein übliches Verhalten. Also ich habe dazu eigentlich ein Bild im Kopf. Ihr könntet jetzt mal gerade kurz euch so zu zweit oder wie ihr Lust habt, austauschen, was habt ihr so für ein Verhalten, was ihr eigentlich gerne mal ändern würdet? Also ihr könnt zum Beispiel mal über Kommunikation, da will man fast immer was ändern, könnte man so drüber nachdenken, oder wie sieht es beim nächsten Streit? Und fragt mal euren Nachbarn, hast du dazu ein Bild im Kopf? Ihr müsst es nicht erzählen, das Bild, das könnt ihr für euch benutzen. Habt ihr dazu ein Bild oder nicht? Sagt mal, welches Verhalten, sprecht euch mal kurz ab, so um welches Verhalten geht es, was würdet ihr gerne haben? Anders haben, und fragt euch mal kurz, ob ihr ein Bild, es kann total unlogisch sein, dieses Bild. Es kann sein, dass dieses Bild im Kopf sozusagen genau die Situation ist, wo du so handelst. Es kann aber was völlig Unlogisches sein. Also du willst anders kommunizieren und siehst irgendeine Blume im Kopf. Oder ein Werkzeug oder Kochtopf, keine Ahnung, Auto. Also das kann man natürlich auch alleine machen, das ist auch kein Thema. Manchmal ist die Kommunikation ganz schön. Okay, ich glaube, ich muss es mal wieder einfangen. Die Bilder schwirren hier alle schon. Das ist jetzt auch wirklich einfach nur so ein bisschen Teaser, um damit ihr zwischendrin auch mal was überlegen könnt. Vielleicht seid ihr jetzt nicht fertig damit. Also es ist einfach sozusagen als Anregung jetzt mal, wenn man das so richtig angeht, würde man sich dazu natürlich mehr Zeit nehmen. Es geht aber eigentlich auch nicht um das Bild im Kopf, das ihr habt, wenn ihr an das Verhalten denkt, was ihr gerade tut, was ihr nicht mehr haben wollt, sondern jetzt dieses Bild im Kopf so lange ändern, bis es einem gefällt. Bis man das gut findet, bis es sich gut anfühlt. Also ich hatte jetzt gerade zum Beispiel eine Führungskraft, die mitten in der Transformation steckt und sagt, ja, irgendwie ist mir, da ist aber die Transformation von oben gekommen, also unter anderem von ihr. Und sie hat aber jetzt plötzlich das Gefühl dazu verloren. Und dann haben wir wieder geguckt, okay, was war das denn früher? Und hatte sie ein Bild entwickelt. Und dann habe ich gesagt, ja, und was hast du damals im Kopf gehabt für ein Bild, wo du hin willst? Ja, wie soll sich das anfühlen? Und plötzlich sprach sie viel leichter und lockerer. Und man hat so richtig gemerkt, sie fängt wieder an zu strahlen und hat wieder sozusagen diese Connection auch zu, wo sie eigentlich hin will als Führungskraft, wie sie agieren will. Das ist natürlich ein bisschen größerer Komplex, als nur ein kleines Verhalten zu verändern. Und ja, sie konnte das dann natürlich auch nachher besser wieder rüberbringen sozusagen an das Team, weil das Team im Moment natürlich blockiert, wenn die Transformation von oben kommt. Und
Sie konnte nur rein über dieses Bild sich wieder stärker damit verbinden. Nämlich das Bild transportiert auch das Gefühl. Und das ist ziemlich wichtig, dass man nicht nur an das Bild denkt, sondern auch, wie sich das anfühlt. Ja? Wenn ich es nur beschreibe, bin ich auf einer ziemlich kognitiven Ebene. Wenn ich das Bild habe, dann habe ich schon eine andere Ebene mit drin im Kopf. Und wenn ich noch dran denke, wie sich es eigentlich anfühlt nachher, wie ich es haben will, dann kommt sozusagen noch mehr da rein, was uns natürlich stärker motiviert. Was uns dann auch ziehen kann. Und da sind wir jetzt beim Selbstführen. Wenn ich dieses Bild mit dem Gefühl verbunden habe, dann kann mich das auch wieder richtig ziehen und mich führen dort, wo ich hin will. Also diese Führungskraft zum Beispiel, die hatte sich so ein bisschen verloren und war dann jetzt auch schon immer am Rumätzen über alles. Und das war sozusagen in dem Moment damit gelungen, dass sie sozusagen wieder da hinten gesehen hat, das zieht mich, ja, dieses Bild. Man kann jetzt dieses Bild im Kopf haben, ist auch okay. Man kann sich irgendeinen Erinnerer nehmen. Man kann es auch schnell skizzieren, wem das liegt, wer das mag. Da geht es nicht darum, dieses Bild exakt, wie man es im Kopf hat, zu malen, sondern nur als kleine Skizze. Das ist nur eine Erinnerung. Diese Skizze ist nur eine Erinnerung an das Gefühl und an das Bild und wo man hin will. Und dieses Bild, heutzutage fotografiert man sich's ab und egal ob als Hintergrundbild oder irgendwas anderes. Manche Leute haben sie in der Schublade. Wer ewig noch so einen Schreibtisch hat, der kann das in der Schublade haben. Oder irgendwas anderes. Also jetzt kommt der neurowissenschaftliche Part. Dieses Bild 6 Wochen lang jeden Tag 1 Minute anschauen. Schauen, denken und auch mitfühlen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, weil jetzt kommt dieser Part, den keiner mag an der Selbstführung, so ein bisschen die Disziplin, ne? Also das ist so. Persönlich habe ich da auch mal eine Schwierigkeit, aber das finde ich richtig gut, weil bei mir funktioniert das mit dem Bild, ja. Das Bild ist etwas, was mich motiviert, das zu tun. Ich persönlich habe es mir irgendwo hingehängt und habe das dadurch gehabt mit dem Draufschauen. Aber wie gesagt, das kann man ganz unterschiedlich handhaben. Diese Führungskraft zum Beispiel hat gesagt, mach mit mir ja nichts mit Malen. Und dann wusste ich, okay, was machen wir jetzt mit der? Und die hat sich einfach so irgendwas als Erinnerung genommen. Ja, die kann auch ein Wort aufschreiben, das erinnert sie immer an dieses Bild. Manche Leute machen das mit irgendwas, was man so auf dem Schreibtisch liegen hat, irgend so ein Ding oder was aus dem Überraschungsei oder keine Ahnung. Es ist wirklich nicht wichtig, wie dieses Bild aussieht. Das muss nicht logisch mit der Handlung zu tun haben. Also unser Hirn ist nicht immer logisch. Das macht das nicht. Okay, eventuell will ich noch kurz sagen, ändert sich auf dem Weg in 6 Wochen dieses Bild. Das ist eigentlich auch in Ordnung, denn das ist auch in Schleifen dann, das könnte sich nochmal verändern. Das Einzige, was ich immer so sage, achtet darauf, dass es nicht wieder das alte Bild wird. Ja, so viel zu Bild. Was haben wir noch? Das ist jetzt so ein Tool, sage ich mal. Ein ganz lustiges, man sieht das jetzt nicht gut. Das hat nicht funktioniert mit dem Fotografieren. Deswegen habe ich nochmal gezeichnet. Also, rückwärts denken. Kennt das jemand von euch, Dinge rückwärts zu denken? Es geht darum, vor allen Dingen, das funktioniert super, wenn es um sowas geht, dass man so vielen Dingen ausgeliefert ist, dass man so das Gefühl hat, man reagiert nur noch und oder die vielen Leute, die sagen, bei mir hört es abends nicht auf zu rattern. Ja? So, entweder man kann auch nach einem Meeting, was total wild abging, das machen, um sich wieder so zu sortieren und wieder bei sich irgendwie sozusagen sich zu führen, wie es jetzt weitergeht. Ist ganz egal, ob man das jetzt rückwärts denkt, schreibt oder zeichnet. Im Prinzip uralt ist die Übung so, dass man sie denkt, also dass man eine Situation rückwärts durchdenkt. Jetzt geht es nicht darum, rückwärts zu lesen oder sowas, sondern einfach kurz so Sequenzen nochmal sich zu überlegen. Manche Leute kennen das so, mit Kindern macht man das manchmal, wenn die nicht schlafen können, so eine Tagesrückschau oder sowas. Aber oft fängt man morgens an. Und die Idee ist jetzt eben, mit dem Abend anzufangen, da wo ich jetzt gerade bin. Ich habe gedacht, ist doch kein Problem, ne? Also das mache ich jetzt einfach mal schnell. Ich habe das überhaupt nicht hinbekommen, gar nicht. Ich konnte das gar nicht. Und musste mir tatsächlich Hilfsmittel suchen, damit ich das hinkriege.
Bei mir ist jetzt Zeichnen mein erstes Hilfsmittel. Das macht mir einfach mal Spaß. Da seht ihr so einen Ausschnitt. Den habe ich jetzt nochmal vergrößert, aber nicht gescheit. Ihr seht, es geht jetzt wirklich überhaupt nicht darum, gescheit zu malen oder so, sondern ich habe mir vorgestellt, ich schaue auf einen Grundriss. Also überall dort, wo ich so bin, schaue ich von oben drauf. Das ist natürlich sowieso schon eine Distanzierung. Das kennt ihr, wenn man sich vorstellt, man guckt von weiter oben auf was drauf. Also hier ist das Schlafzimmer und dann liegen zwei Menschen im Bett. Ne? Sieht ja jeder, oder? Ist ja jetzt nicht wichtig, euch das zu kommunizieren. Ich zeige das nur, damit ihr so eine Vorstellung davon bekommt, wie kann das aussehen. Also ich hatte das gestern mit dem Family Kanban. Ich war so froh, dass der Rainer da so richtig Beispiele gezeigt hat, weil ich konnte es mir vorher nicht so richtig vorstellen, was er jetzt machen will und was er jetzt weglässt und was er reintut. Also es kann eine ganz schnelle Skizze sein. Hier liegen die beiden Kinder im Bett. Davor, hier habe ich jetzt mal noch so Uhrzeiten dahin getan. Davor sitzen alle am Tisch und essen. Davor war es so, dass ich meinem Kind vorgelesen habe im Sessel. Völlig erkenntlich davor. Jetzt ist hier ein großer Sprung drin. Das stimmt, glaube ich, auch gar nicht. Also das ist irgendwie auch wieder in der Küche. Aber es ist immer von oben gesehen. Dies hier natürlich nicht und dies auch nicht. Aber es sind irgendwie so Skizzen. Ist ja auch wurscht. Das ist nicht wichtig, ob das sozusagen immer gleich ist oder sowas. Sondern so, ich habe diesen Blick, diesen distanzierten Blick und er geht rückwärts. Das ist eine lustige Sache, weil hier geht es darum, dass das ein Haus ist und das ein Haus ist und dass ich ziemlich chaotische Wege da unterwegs hatte irgendwie. Also es ist sowas wie einkaufen, organisieren, tun irgendwas. Hier ist ein bisschen gerader, aber es ist auch fies. Das war Kinder in den Kindergarten bringen, Frühstück, aufwachen, schlafen. Das Interessante ist, wenn man das macht, ich werde immer ganz ruhig irgendwie dann. Ja, also es gibt auch viele Menschen, die das bestätigen. Und sie fühlen sich nicht mehr so drangsaliert von allen Ideen oder Einflüssen vom Tag. Ich habe dann irgendwann gedacht, das mit dem Zeichnen ist mir echt zu viel, aber ich konnte es immer noch nicht ohne irgendwas und habe deswegen dann angefangen, einfach Wörter runterzuschreiben, wobei das jetzt nicht meins ist, sondern das war von jemand anderes, aber die hat mir gestattet, das zu nehmen. Also einfach nur Wörter. Mir geht es mit dieser Darstellung nur darum, dass ihr so seht, es geht nicht darum, Dinge rückwärts durchzudenken, ich bin so gelaufen oder sowas, sondern sozusagen situationsweise rückwärts zu gehen. Also nochmal, um das einzusortieren, das ist ein total gutes Ding, wenn man das Gefühl hat, es ist zu viel gerade. Oder wenn ihr abends im Bett liegt und es hört nicht auf da oben. Funktioniert super. Und wenn ihr zwischendrin einschlaft, ist ja perfekt, ne? Macht nichts. Das ist dann, also nicht wecken und dann wieder, ne, und dann wieder weitermachen, sondern wenn ihr zwischendrin einschlaft, ist es genau richtig. Also es ist so ein bisschen reingemogelt hier in der Selbstführung, aber es ist ja ein bestimmtes Thema von Selbstführung, wenn es nicht aufhört, ne, wenn man nicht runterkommt. Warte, ich glaube, ich muss hier näher gehen, damit das irgendwie... Ja, jetzt was anderes. Das ist, was könnte man sich so alles fragen, um sich selbst zu führen? Das sind typische Fragen, die manche von euch auch kennen. Ja, die kommen aus dem Systemischen. Wenn ich sozusagen immer denke, ne, so will ich's und da will ich hin und so und irgendwie klappt das alles nicht, ist es manchmal sehr gut, mal das komplett Gegenteil zu erfragen. Also Verschlimmerungsfragen, was müsste ich tun, damit mein Verhalten noch schlimmer wird? So, das ist jetzt natürlich genau im Gegensatz zu, was ich vorhin erzählt habe, ne? Also, dass man sozusagen sein gewünschtes Verhalten sich überlegt. Aber wenn man da nicht weiterkommt, ist es manchmal ganz gut, sich nochmal klarzumachen, was wäre denn das Gegenteil? Dieses hier bitte nicht umsetzen. Weil das lernt dann das Hirn auch. Also, ich will noch lauter schreien in Meetings, bringt irgendwie dann auch nichts. Sogenannte triadische Fragen sind auch interessant. Wenn man irgendwie festhängt, also selbst führen wäre ja immer, es gibt da irgendwie so eine Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Also wenn es um eine Führung geht, geht es irgendwie irgendwo hin wollen wir ja. Ne? Und wenn man nicht mehr so richtig weiß, worum es eigentlich geht, ist das immer eine interessante Frage. Kann man auch bei anderen Sachen anwenden. Ne? Also wenn das Ganze, die ganze Situation oder mein Verhalten oder sonst was irgendwie ein Film wäre, welches Genre hätte das eigentlich? Also ist das jetzt gerade ein Krimi oder eine Romanze oder Western oder was auch immer? Schwarz-Weiß-Film? Stummfilm. Man kann sich da auch noch fragen, welchen Titel hätte das eigentlich oder welche Rolle hätte ich, wenn so Sachen. Das nächste probiert ihr gerade mal wieder aus, das ist die Wunderfrage, kennt ihr vielleicht von DeShazer. Ich persönlich sage es ganz klar, ich bin nicht der Superfan von der Wunderfrage. Es gibt immer die Leute, die so, mit der Wunderfrage kann man alles machen. Da bin ich nicht ganz überzeugt von, aber manchmal finde ich sie ganz gut. Also,
Ihr habt euch eben schon unterhalten über ein Verhalten, was ihr vielleicht mal ändern wolltet. Die Wunderfrage heißt dann eben, was wäre, wenn dieses Verhalten einfach weg oder im Urlaub wäre? Es gibt's, ist nicht da. Was macht ihr dann eigentlich? Wie verhaltet ihr euch dann? Das könntet ihr jetzt gerade noch mal so kurz austauschen, bitte. Die Chance steht da. Wie wäre das dann? Was würdet ihr denn dann eigentlich machen? Vielleicht nehmt ihr auch ein anderes Verhalten, ist auch okay. Ist cool, ja. Sieht gut aus. Wir lassen das jetzt kurz und dann... Also, manche scheint die Wunderfrage sehr zu beschäftigen. Ist immer unterschiedlich. Schön. Ihr hättet jetzt, habe ich vergessen zu sagen, aber okay, man hätte auch das andere machen können. Ist auch mal, also, man kann auch statt Film natürlich was anderes nehmen, ne? Buch oder was weiß ich, Reise oder so. Also, die triadischen Fragen wollte ich nochmal sagen. Okay. Jetzt noch ein Tool, was noch relativ neu ist. Ich bin jetzt nicht die WOL-Beauftragte, also Working Out Loud. Wer kennt hier Working Out Loud oder weiß, was es ist? Ah, doch noch nicht so viel, okay. Da muss man immer gucken, wer das ist. Also Working Out Loud, das ist noch relativ neu. Es ist sozusagen ein Programm, tatsächlich sehr programmatisch aufgebaut mit PDFs, die frei zugänglich sind im Internet. Es ist ein 12-Wochen-Programm und ich fand es, also es ist eigentlich für andere Sachen gedacht, so viel digitales Vernetzen, eben Working Out Loud, darüber sprechen, was ich eigentlich so tue, darüber Vernetzungen stattfinden, zu lernen wieder. Man setzt sich selbst ein Ziel, man macht das mit 4 bis 5 Personen, man kann das virtuell machen oder in Face-to-Face und jeder verfolgt so sein eigenes Ziel. Das ist ein ganz guter Motivator. Man braucht pro Woche ungefähr so 1 bis 2 Stunden und es gibt so richtig schöne Schritt-für-Schritt-Anleitungen und es wird auch gerade immer weiterentwickelt, das ganze Ding. Es gibt eine relativ große Community, wo man sich immer wieder zu auch treffen kann mit anderen. Ich habe mir das noch, also ich habe das auch mitgemacht und habe dann nochmal überlegt, so bei Selbstführung, dass es da eigentlich auch ganz gut mit reinpasst. Ist zwar nicht ursprünglich jetzt drauf, steht nicht drauf, toll für Selbstführung, funktioniert aber zum Teil sehr gut, gerade wenn man diese Sachen hier zum Beispiel entwickeln will oder sich selbst dazu führen will. Also mehr Großzügigkeit zu lernen zum Beispiel, das ist ein super Tool dafür. Also eben nicht immer so meins und, oder auch wie kann ich Wissen besser teilen. Also ich kenne zum Beispiel inzwischen ziemlich viele Wissenschaftler, die das auch machen oder Leute, die im wissenschaftlichen Kontext arbeiten, weil sie sagen, es nützt ja auch irgendwie nichts, wenn
ich hier auf meinem Wissen sitze, beziehungsweise es nur in so einer kleinen Community stattfindet. Aber auch viele Leute benutzen das, um was zu lernen. Und es ist auch ziemlich wurscht, was man lernen will dabei. Und mit sich vernetzen hat es auch zu tun. Es gibt dann auch einen Anteil, der hat relativ viel damit zu tun, wie ich ein Verhalten ändern kann. Das kommt jetzt sehr aufs Ziel an, was ich mir selber setze. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Circle jemand, die wollte gerne, die hat im Personal gearbeitet und machte gerade eine systemische Coaching-Ausbildung. Die wollte jetzt nicht Coach werden, sondern die wollte vor allen Dingen dafür sorgen, dass sie das, was sie da lernt, auch tatsächlich in Gesprächen anwendet. Also das kennen wir ja auch, ne? Wir gehen irgendwo hin, lernen was und setzen es aber nachher irgendwie nicht um. Und dann hat sie das benutzt, ist ja auch ein bisschen Selbstführung, ne? Ich will das wirklich auch einsetzen und nutzen. Und das hat sie benutzt, da hat sie das als Ziel für sich genommen innerhalb dieser 12 Wochen. Wir haben länger gebraucht, weil wir Urlaub gemacht haben und sonst was alles, aber ist ja auch egal. Und sie hat es super hingekriegt damit, weil es dann zwischendrin irgendwann so eine Sache gibt, wo man eben so guckt, ändere ich eigentlich gerade wirklich was? Und da gibt es auch so Aufgaben oder Schritt-zu-Schritt-Anweisungen, wie es dann, wie man sozusagen so ein bisschen auch überprüfen kann. Man macht sich so ein bisschen auch eine Tabelle oder sowas, wie man wirklich damit auch vorwärts kommt. Und dann wird es wieder sichtbar für einen selber. Also das findet man alles im Internet, Working Out Loud eingeben, dann findet man das alles. Ich überlege gerade, also es ist so ein spezielles Ding, was ich jetzt eben doch auch ganz passend fand dazu. Ja, letzten Endes, als ich das alles so durch hatte, habe ich gedacht, Mist, wo bin ich jetzt eigentlich bei Selbstführen oder nicht? Wie funktioniert das? Gibt es jetzt eigentlich ein Tool oder nicht? Und irgendwie, also ich komme immer auf eine Sache zurück. Es ist eigentlich egal, ob ihr Tagebuch schreibt, malt, zeichnet, euch was vornehmt, keine Ahnung. Wie kriegt man sich eigentlich dazu, was anders zu tun? Es braucht tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen diese Disziplin, und wie kriege ich die eigentlich mehr? Und das ist, klingt jetzt super unlogisch, aber das ist wirklich auch ein 100 Jahre altes Tool. Um es mal ganz süß zu sagen, also ich habe es von Gandhi gelernt, der das auch schon angewandt hat. Ich habe mich nämlich irgendwann gefragt, warum fastet der eigentlich? Was soll denn das eigentlich? Also ich sehe nicht ein, auf Essen zu verzichten, und was soll der Quatsch eigentlich? Also mit 16 habe ich irgendwie gedacht, das ist doch, ich finde es alles super und so, aber irgendwie, was sollte das eigentlich? Und er beschreibt es ganz gut, weil er sich damit schult, so nennt er das immer. Und ich habe damals tatsächlich, also sich irgendeine Handlung vorzunehmen, die kann auch zweckfrei sein. Sowas wie, ich kenne das auch von jemandem, der hat immer um 11 Uhr mit dem Finger geschnipst. Ich habe das noch nie hingekriegt. Ja, es ist überhaupt nicht meine Nummer, aber manche Leute machen das. Andere nehmen bestimmt so ein, irgendwo im Tagesablauf, was sowieso stattfindet, so eine Sache sagen, was sie sich eben, ich habe es oben auch hingeschrieben, immer wenn man das Haus verlässt, dass sich die Vase von da nach da stellen oder auch irgendwas Bestimmtes sagen. Jetzt nicht das, was man sowieso sagt, wie tschüss, macht's gut, sondern irgendwas anderes. Was ich mal gemacht habe, ist, und das ist ganz schrecklich gewesen, ich bin 6 Wochen lang über keine rote Ampel gegangen. Das war so hart. Also das war wirklich so hart. Und ich bin dafür gedisst worden und alles. Und ich habe gedacht, hey, ich halte doch nur die Regeln ein. Also mir ging es ja nicht um die Regeln, sondern ich wollte Gandhi überprüfen damals. Und es war so ein krasses Erlebnis hinterher, weil ich plötzlich auch ganz andere Sachen viel besser hinbekommen habe. Und ich fand es total unlogisch, warum das zusammenpasst. Ja. Letzten Endes, auch Gandhi sagt schon, 4 Wochen bis 6 Wochen musst du es machen. Und das kann man jetzt einfach machen. Ich habe das damals auch einfach so gemacht, aber ich habe natürlich mit 16 auch Tagebuch geführt und habe dann auch immer drüber geschrieben, wie geht's mir gerade damit? Ist es mir gelungen? Ist es mir nicht gelungen? Und das ist jetzt auch wirklich das, weshalb bei mir auch immer das Thema Fehlerkultur, darüber habe ich letztes Jahr gesprochen, und das kombiniert sich jetzt lustigerweise hier auch an der Stelle wieder, weil natürlich scheitern wir mit diesen Dingen. Ansonsten könnten wir ja unser Verhalten einfach so ändern. Aber auf diesem Weg wird es Zeiten geben, wo es nicht so gut gelingt oder wo man einfach mal abends merkt, shit, heute waren 3 rote Ampeln dabei. Und dann eben nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, Restart, jetzt fangen wir wieder neu an und einfach nochmal machen, weitermachen, wieder probieren.
Das ist in dem Fall hart, weil wir an uns selber da arbeiten, aber es lohnt sich, das zu kombinieren. Also wenn ihr euer, es gibt eigentlich nichts Härteres, als das eigene Verhalten zu verändern. Das Persönlichkeit und Charakter können wir eh nicht ändern, aber das eigene Verhalten zu verändern ist sehr schwer. Das wissen alle, die versucht haben, eine Diät zu machen, versucht mit dem Rauchen aufzuhören oder irgendwas anderes. Das ist verdammt schwer. Und deswegen ist die Fastenzeit auch 6 Wochen lang, ne? Das wisst ihr. Also nicht wegen dem Mond oder wegen der Kirche. Aber vielleicht. Gut, also ihr seht schon, jetzt ist das Tool nur noch in Anführungszeichen, weil das sind natürlich eigentlich Prozesse und keine Werkzeuge, aber es sind Herangehensweisen. Und insofern, ich wäre jetzt gerade fertig. Ich danke euch und gerne noch für Fragen offen. Ja, ganz lieben Dank, Friederike, für den spannenden Vortrag. Wir haben tatsächlich noch 5 Minütchen. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt sie jetzt. Wartet nur auf mein Mikro. Ja, erstmal vielen Dank für diese sehr konkreten Tools. Fand ich spannend. Du hattest zuletzt diese regelmäßige Übung des möglicherweise zweckfreien Handlung. Ich kenne das auch von Jens Korsen, der hat jeden Tag um 8 Uhr Joghurt essen. Ne? Ich habe dann mal so überlegt. Du musst halt Joghurt mögen, ne? Also, ja, gut, also es soll ja nicht was sein, was man nicht mag. Ja. Ne? Aber es ist eben so dieses Zweckfreie, auch wenn das gar nicht sein muss. Ich frage mich dann manchmal, ich glaube, jeder von uns hat so Gewohnheiten, die wir ohnehin ernst nehmen, so wie Zähne putzen oder, ne, also weil du auch das mit dem Beispiel mit der Vase von rechts nach links stellen, da geht es bei mir immer so, ja, wieso, ich mache das doch schon. Also kannst du mir da eine Brücke bauen, warum das trotzdem noch gut sein kann, sich da was Neues aufzuerlegen? Genau, weil es was Neues ist. Ja, also genau deswegen. Merkte, während ich das sage. Und weil du es also du könntest ja auch sagen, na, ich tue doch eh Zähne putzen oder ich streife mir doch eh die Schuhe ab oder sowas, ja. Nur sie sind, diese Handlungen sind nicht verknüpft mit deinem Wunsch, etwas anders zu tun oder etwas herauszufinden, sondern die sind mit was anderem verbunden. Ne? Also das ist verbunden mit, die Schuhe werden sollen sauber werden oder Zähne putzen mit Zähne putzen. Also dass diese Zähne sauber werden. Und auch, es gibt dann einen Unterschied zwischen, ich ändere eine Gewohnheit und die, also ich ändere ein Verhalten, das sozusagen möglicherweise Gewohnheit werden soll. Also am schönsten ist es ja, wenn ich dann tatsächlich mein Kommunikationsverhalten, wenn es mir Gewohnheit geworden ist. Da will ich ja eigentlich hin. Also kann ich jetzt für die Veränderung nicht was nehmen, was ich sowieso schon gewohnt bin. Verstehst du? Ist das logisch? Ist klar, genau. Und umgekehrt kann es als Ressource genutzt werden für das Vertrauen in sich selbst, dass ich in der Lage bin, so ein Verhalten zu ändern, weil ich es schon mal gemacht habe. Ja, das natürlich. Letzten Endes, eigentlich könntet ihr euch ganz schnell damit verknüpfen. Ihr alle habt schon Gewohnheiten verändert. Ja, einfach dadurch, dass wir auch einen anderen Wunsch entwickelt haben oder so. Dieses ist sozusagen bewusster reingesteckt. Ne? Wenn ich bewusst sage, okay, jetzt reicht es, habe ich das dritte Feedback dazu bekommen. Ich glaube, es ist jetzt nicht nur, dass die anderen halt irgendwie was an mir sehen, was gar nicht da ist, sondern irgendwas ist da und vielleicht wäre es für alle ganz nett, wenn bei der nächsten selbstorganisierten Entscheidung ich nicht wieder da irgendwie meine, wir müssen jetzt das durchdrücken, ja, sondern auch mal ein bisschen layback bleiben kann oder was auch immer. Hallo, du hast ganz am Anfang mal gesagt, stand glaube ich auf einer Folie, nicht bewerten. Ich glaube, da ging es ums Tagebuch und so. Ist aber vielleicht ja auch, das verstehe ich noch nicht ganz, weil sonst komme ich vielleicht in so eine Selbstoptimierungsschleife und ich sage dann, ohne irgendwie so eine Bewertung, habe ich ja erstmal gar keine Motivation vielleicht sowas zu ändern. Und andererseits hätte ich dann vielleicht das Problem, jetzt sage ich, oh, jetzt muss ich morgens noch Tagebuch schreiben, ich muss um 11 Uhr mit dem Finger schnippen und abends muss ich nur rückwärts denken. Wo soll ich das noch alles reinpacken? Halt, stopp! Bitte nur eins, Gottes Willen, es ging nicht darum, dass ihr all diese Dinge tun sollt, sondern ich habe einen Bunch vorgeschlagen, damit man gucken kann, mit was habe ich Lust zu machen. Gut, aber das Bewerten ist ja eigentlich deine Frage, ne? Okay, also, das Bewerten, also natürlich, indem ich schon frage, ist es mir gelungen oder nicht, bewerte ich ja schon. Also im ganz engsten Sinne. Insofern steht es da auch so ein bisschen, damit man,
also wenn man anfängt zu bewerten, dann fängt man oft auch gleich an zu überlegen, so, wie mache ich es anders und wie hätte ich das und dann hätte ich so und dann hätte ich so und dann wäre es so. Und damit man auf diese Richtung nicht kommt, sondern einfach mal cool dabei bleibt, ja. Und also auf der einen, also wie gesagt, dieses gelungen oder nicht gelungen, oder vielleicht findet ihr auch ein anderes Wort, wenn du jetzt sagst, ach, ich bewerte kurz, gut, schlecht, dann, wenn du es so stehen lassen kannst, ist es für mich auch in Ordnung. Nur viele kommen darüber eben auch in einen, so in ein schlechtes Gefühl damit. Und das ist halt nun mal kein guter Motivator, nachher weiterzumachen, wenn ich jeden Abend da sitze und denke, irgendwie, das war jetzt wieder scheiße. Ne? Aber ich habe das schon auch mal weitergetrieben. Also ich mache diese Sachen auch immer im Selbstversuch. Die sind natürlich nicht wissenschaftlich, wie wir jetzt wissen, im Selbstversuch. Und deswegen darf ich nicht laut sagen, dass sie gelingen deswegen. Aber ich versuche diese Sachen trotzdem immer alle irgendwie. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ich zum Beispiel mal bei dem Rückwärtsdenken auch mir dazu notiert habe kurz, wie war denn da so die Qualität von Atmosphäre? Also war es da wuselig und chaotisch oder war es da eigentlich so ganz ruhig? Weil das war einfach so nochmal so ein Platz, der hat mich interessiert. Und das ist natürlich schon nicht unbedingt ein Bewerten, sondern noch ein bisschen genaueres Beschreiben von dem. Du kannst ja auch fragen, es ist mir nicht gelungen, geht es mir jetzt gut damit oder schlecht? Also es könnte ja auch sein, ach, ist alles okay, macht nichts. Es hätte mir in dem Situation auch gar nicht gelingen können. Kann ja zum Beispiel auch sein. Habe ich jetzt deine Frage so beantwortet oder? Man kommt nicht so richtig daran, ne? Vielleicht dazu, wer, wenn ich mich selbst führe, wer passt denn sozusagen auf mich auf, dass ich das richtig mache? Das ist vielleicht eher so. Oh, das ist so eine schöne Frage. Oh. Muss da jemand aufpassen? Also, ich verrate dir einen Trick. Also das ist dann, wenn man das innere Team macht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das können wir uns sonst auch mal irgendwann vorstellen, das innere Team, und dann fragst du ja immer, wer passt denn auf oder wer ist denn da von der Instanz bei euch drin, die Psychoanalyse nennt es das Erwachsene, also das Ich, oder in der Transaktionsanalyse heißt es das Erwachsenen-Ich. Was weiß ich, man kann es ich oder selbst nennen. Ich finde es immer interessant, beim inneren Team gibt es dann einfach so die Frage, welchen Beruf hätte denn der da oben? Ja, und das finde ich immer ganz toll, wer da auf welche Ideen kommt. Also vom Dirigenten, das ist ganz bekannt, dass da oben einer steht, der das dirigiert eben und der passt auf, dass das alles funktioniert. Oder ich hatte mal eine Freundin, was heißt Kollegin eigentlich, die ist so ein Gartenfreak, die hat gesagt, das sind alles meine Pflanzen, das ist mein Garten und ich bin die Gärtnerin, also dieses, der aufpasst, ist ich die Gärtnerin, ja. Aber ich hatte auch schon jemand aus dem agilen Umfeld, der hat gesagt, ja, ich bin so überzeugt von Team, da oben ist keiner. Fand ich sehr spannend natürlich, ne? Also da oben ist keiner. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist der Manager oder so, ne? Und dann, da kommen wir jetzt wieder zu der Frage mit dem Führen und wie, ach, jetzt kommen wir weiter. Also das muss dann woanders sein, ob das jetzt ein Leader ist oder ein Manager da oben, ne? Ja, ich würde meinen Scrum Master Berufung wieder nachkommen und timeboxen und sagen, vielen Dank, die Zeit ist rum. Dankeschön. Wenn ihr noch Fragen habt, die Friederike ist bestimmt auch noch around und fallt sie einfach an, wenn ihr sie seht, um das Thema fortzuführen. Sie steht da gerne Rede und Antwort, wie ich sie kenne. Ich danke nochmal ganz herzlich für den Vortrag. Dank. Ganz hervorragend. Ich mag auch dieses ganz Konkrete, du hast eben schon gesagt, so was man nutzen kann und gleich einsetzen kann. Hier, Blick zurück, werde ich bestimmt anwenden. Nutzt die Feedback-Funktion unserer App, damit Friederike ein bisschen Feedback kriegt, damit wir für die Konferenz Feedback kriegen über unsere Speaker. Und viel Spaß beim restlichen Tage. Auch für dich haben wir noch ein kleines Präsent. Vielen Dank. Dankeschön fürs Kommen. Viel Spaß. Ich danke dir dann.